Ein wichtiges Element beim Bauen ist auch das Element Wasser und dem Elixier, wenn wir uns jetzt widmen. Wir sind bei Best Water Technology. Das sagt es ja eigentlich schon ein bisschen im Namen, aber was macht ihr als Betrieb genau? Ihr dient nicht die Quellen erschließen und dann schauen, dass es bis heim kommt. Ja, das ist genau richtig. Also wir gehen aus vom besten Trinkwasser, das wir in der Schweiz haben, und veredeln das noch. Das ist eigentlich unsere Mission. Und wir haben auch vier Sektoren, vier Abteilungen. Das eine ist, die sich hauptsächlich mit Haustechnik befassen tut, also sprich Enthärtungsanlage, Filtertechnik und Kerosmose. Dann das zweite Standbein, das wir haben, sind Wasserspender, also das gute Trinkwasser aufbereiten. Das ist auch unsere Mission, Sip by Sip, so schön neudeutsch, also Schluck bei Schluck, die Welt verändern, örtliches Wasser trinken, wo man daheim in der Homeoffice oder in der Restaurant heute nutzen. Die dritte, wo wir daheim sind, ist Wasser für die Pharmazie, für die Medizinaltechnik, also Reinstwasser, wo natürlich Bakterien keimfrei, virenfrei muss sein. Und das letzte Standbein, wie auch ein gutes Auto, muss man warten. Die Dienstleistung, die im Hintergrund ist, vom Service über Ersatzteilhaltung, tun wir den Kunden rund mit einem Rundum-Paket bedienen. Wichtig ist, dass wir unsere Produkte weiterentwickeln, laufend. Wir wollen Wasser sparen, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen Energie sparen, das Wasser veredeln, damit wir einen Nutzen haben davon, jeder Einzelne hier in der Schweiz. Ich habe ja gesagt, das Trinkwasser an für sich ist tiptop in der Schweiz, das ist gar kein Thema. Aber für viele Anwendungen hat es halt Inhaltsstoffe drin, die stören können. Rein nur Komfort, also jetzt zum Beispiel gerade in der Haustechnik, in der Härtungsanlage, im Einfamilienhaus, in einem Mehrfamilienhaus, das ist einfach Komfort heute, wenn ich weniger Waschmittel muss brauchen, also Nachhaltigkeit, das sieht man nicht so direkt. Aber das andere ist dann natürlich, wenn man das Bad anschaut heute, das sind Wohlfühloasen, Küchen, Flächen, Edelstahlbecken, Glaswände, die natürlich mit einer Behandlung von einem Enthärter viel Zeit spart und schlussendlich auch Reinigungsmittel. Oder? Es ist wirklich ein Gebiet, wo man, glaube ich, meistens fast auch noch ein bisschen stiefmütterlich bedenkt, wenn man das Gefühl hat, ja, ja, das Wasser kommt ja. Das ist genau der Fall. Unsere Anlagen, also 90% von unseren Anlagen sind im Keller unten. Die können auch so schön aussehen und tiptop sein, aber sie sind im Keller. Und unsere Sichtbarkeit kommt jetzt immer mehr zum Tragen mit unseren Wasserspendern, mit unseren Wasserbaren, die in den Restaurants sind. Und das ist ein Zeichen, dass man uns dann auch sieht, was machen die überhaupt, oder? Und ich muss halt sagen, es sind in der Schweiz alleine unsere Firma 400 Leute, die sich tagtäglich mit Wasser beschäftigen. Also das ist eigentlich verrückt. Und wir sind nicht die Einzigen, zwar mit Abstand die Grössten, aber es ist ein Bedürfnis da heute, oder?